Hello, my name is Jason Ross. Mein Name ist Jason Ross vom LaRouche Pack Wissenschaftsteam. Herzlich willkommen zu dieser Sendung. Das ist der zweite Webcast unseres Forschungsteams und das Thema der heutigen Sendung ist die Schaffung der transpazifischen Fusionswirtschaft. Wir haben ein internationales Publikum und werden zuerst zwei Präsentationen hören von Ben Denniston und Megan Roulard und dann in die Diskussion einsteigen. Of the Basement Research Team, and then have a discussion period. We'll be taking questions. Fragen können via E-Mail geschickt werden an römisch21.science@gmail.com. Am besten in Englisch, aber auch Spanisch und Französisch sind möglich. Und um kurz das Thema zu setzen, die Schaffung der transpazifischen Fusionswirtschaft. Wir sehen derzeit große Veränderungen in der Welt, wie zum Beispiel in der Ukraine, wo der Plan der Assoziierung mit der EU gerade abgelehnt wurde. Man hat sich für das Überleben entschieden und gegen den Tod, den die EU repräsentiert. Ich denke, hier ist es angemessen, ein Zitat des amerikanischen Ökonomen Henry Charles Carey vorzulesen, der 1851 in seiner Denkschrift mit dem Titel »Die Harmonie der Interessen« schrieb, »Zwei Systeme stehen vor der Welt. Eines sucht, den Anteil derjenigen zu erhöhen, die an Handel und Transport beteiligt sind, und daher auch den Anteil derer zu verringern, die Güter herstellen, mit denen dann gehandelt wird. Während das andere den Anteil derer zu vergrößern sucht, die an der Produktion teilhaben und den der Handeltreibenden verringern will, mit Zugewinn für alle. Eines will die Bauern der Vereinigten Staaten zwingen, ihre Arbeit für die Unterhaltung der Flotten und der Armeen, der Bettler und Adligen der Fürsten Europas einzusetzen. Das andere will uns ermöglichen, dieselben Mittel für die moralische und intellektuelle Verbesserung des Volkes in Amerika einzusetzen. Eines schafft Armut, Unwissenheit, Entvölkerung und Barbarei. Das andere erhöhten Wohlstand, Annehmlichkeit, Intelligenz, Zusammenarbeit und Zivilisation. Das eine sucht universellen Krieg, das andere universellen Frieden. Das eine heißt das englische System, das andere können wir stolz das amerikanische nennen, denn es ist auf der Welt das bisher einzige, das den Lebensstandard des Menschen ausgleicht und zugleich anhebt. Wir sehen genau das heute. Im Fall der Ukraine hatte die EU nichts zu bieten als wirtschaftlichen Ruin, kulturellen Abstieg, moralischen Verfall, steigende Sterberaten, Euthanasie und die Verlockung des Geldes. Im Gegensatz dazu sehen wir in Asien sich entwickelnde Raumfahrtprogramme in China, Indien und Korea, wachsenden Lebensstandard in vielen Regionen dieser Nationen und langfristige Projekte, um Überleben und Entwicklung sicherzustellen, wie zum Beispiel Chinas Wasserprojekte und die neu erweckte Diskussion über den Kra-Kanal in Thailand. Erneut stehen zwei Systeme vor der Welt. Die transatlantische Welt und die pazifische Orientierung. Wir werden darüber jetzt von Ben Denniston und Megan Roulard vom LaRouche Pack Basement Wissenschaftsteam zwei Präsentationen hören. Uns haben bereits eine Reihe von Fragen erreicht. Wir werden aber auch noch Fragen während der Sendung behandeln. Noch einmal, schicken Sie Ihre Fragen in Englisch, Spanisch oder Französisch an römisch21.science@gmail.com. Damit stelle ich Ihnen Ben Denniston vor, der sich vor allem mit planetarer Verteidigung und der Energieflussdichte sowohl evolutionärer Prozesse als auch der Wirtschaft als Ganzer beschäftigt hat. Thank you, Jason. So we're going to engage in a discussion here on the prospects for. Wir wollen in eine Diskussion darüber einsteigen, wie man ein neues globales Wirtschaftssystem schaffen kann. Wenn man sich die im Gang befindliche strategische Verlagerung in den asiatisch-pazifischen Raum betrachtet, ist bereits eine deutliche Orientierung an wirtschaftlichem Wachstum erkennbar. Towards progress. We're going to discuss both the specific projects involved in this
Wir wollen nicht nur auf die spezifischen Projekte eingehen, die bei dieser entwicklungsorientierten pazifischen Orientierung eine Rolle spielen, sondern auch die wirtschaftlichen Grundprinzipien, Konzepte und Ideen beleuchten, die diese neue Entwicklungsära der Menschheit bestimmen müssen. Now, as we published in a preliminary but wir haben einen vorläufigen Sonderbericht veröffentlicht, das nukleare Nawapa 21, der Übergang zur Kernfusionswirtschaft. Das befindet sich auf der LaRouchePack.com-Webseite und auch auf der Webseite von 21st Century. Vieles von dem, was wir hier besprechen, ist auch in dieser Veröffentlichung im Detail dargestellt. Um aber hierbei einen Überblick über die Entwicklungsregion zu geben, wollen wir erstmal die erste Grafik zeigen. We can see that we're looking at a integrated concept of development. Wir erkennen, dass es sich hierbei um ein integriertes Entwicklungskonzept handelt, das sich vom Mississippi in Nordamerika über die Westhälfte des nordamerikanischen Kontinents erstreckt, wobei hier das zentrale Projekt Nawapa 21, das nordamerikanische Wasser- und Stromprojekt, heißt. Water and Power Project, which we'll get into more detail. That takes us up into the Arctic region, into Alaska. Das reicht dann weiter bis in die arktischen Regionen von Nordkanada und Alaska und mit der Perspektive nicht nur die nördlicheren Bestandteile von Nawapa, sondern auch die lang erwartete Bahnverbindung über die Beringstraße zu verwirklichen. Ein Tunnel oder wahrscheinlich mehrere Tunnel, die schnelle Frachtverbindungen zwischen den Landmassen Nordamerikas auf der einen und Eurasiens auf der anderen Seite ermöglichen sollen. Entwicklungsprojekte in Sibirien und bis hinunter nach China und Südostasien werden dann auch denkbar. Wie wir gesehen haben, orientiert sich China bereits in diese Richtung. Und der chinesische Präsident hat kürzlich den Ausbau der neuen Seidenstraße vorgeschlagen, die nach einem ähnlichen Konzept das eurasische Gebiet bis nach Europa entwickeln soll. In unserer Arbeit mit Lyndon LaRouche haben wir uns vor allen Dingen auf die Perspektive konzentriert, dass die Kernfusion bei diesem Entwicklungsprogramm eine zentrale Rolle spielen muss. Um diese und damit zusammenhängende Fragen zu verstehen, werde ich erläutern, warum wir neue Vorstellungen über realwirtschaftlichen Fortschritt entwickeln müssen. Ein Konzept, das viele von uns in den letzten Jahrzehnten der Nullwachstumsideologie einfach aus dem Auge verloren haben. Diese Art von Fortschrittsdenken ist nur dem Menschen eigen und war in den älteren Generationen sehr viel verbreiteter. Die Menschen sahen in ihrem Leben, in ihrer Arbeit, in ihrem Beruf, in ihrem Verständnis als einer Generation ein Mittel, um die Lebensbedingungen derjenigen zu verbessern, die nach ihnen kommen. Jede Generation stellt so eine eigene Entwicklungsstufe dar und diese aufeinanderfolgenden Fortschritte sollen und können einen endlosen Entwicklungsprozess der Menschheit bedeuten. Und ich betone endlos, denn die Menschheit ist von einem sehr großen Sonnensystem und einer noch größeren Galaxis umgeben. Es ist also nur schwer vorstellbar, dass das potenzielle Wachstum für viele, viele, viele Generationen in der Zukunft irgendwie begrenzt sein sollte. Die Lebensbedingungen jeder Generation, ihr Lebensstandard, ihre Fürsorge gründen alle auf der Leistung der Eltern- und Großelterngenerationen. Und sie selbst sehen ihr Wirken als ursächliche Kraft zur Schaffung einer besseren Gesellschaft für die nächste Generation. For their children, for their grandchildren. And this has to be
Und dieses Konzept, dieses ausgesprochen antigrüne und rückschrittsfeindliche Konzept, muss als maßgebliche Wachstumspolitik in den Vereinigten Staaten wieder bestimmend werden. Und jeder Einzelne hat das Grundrecht, an diesem Entwicklungsprozess über mehrere Generationen hinweg teilzuhaben. Nun, woher kommt dieses Potenzial für Fortschritt? Woher kommt diese Kraft? Wir sehen ja sehr deutlich, dass das mit den gegenwärtigen Wirtschaftstheorien überhaupt nicht erklärt wird. Wirklicher Fortschritt kommt ja nicht von Geld. Wir haben mehr Geld, als wir je zuvor hatten, und es geht uns schlechter als zuvor. Tatsächlicher Fortschritt kommt ja nicht von den magischen Marktkräften. Die Märkte versuchen, ihr hyperinflationäres Geld zu retten und zerstören damit die Wirtschaft und die Gesellschaft. So, where does this potential for progress? Woher kommt also dieses Potenzial für Fortschritt? Bei der physischen Ökonomie, auf die sich Herr LaRouche spezialisiert hat, untersucht man die sogenannten Arbeitsproduktivkräfte. Also die Fähigkeit der Arbeitskraft, mehr Güter zu produzieren, als sie verbraucht. Eine Gesellschaft muss dabei bestimmte physische Bedingungen erfüllen, denn die Existenz der Menschheit beruht auf solchen realwirtschaftlichen Prozessen. Nahrungsmittel, Landwirtschaft, Industrie, das sind die Existenzgrundlagen einer Gesellschaft. In der menschlichen Gesellschaft gibt es dabei ein interessantes Phänomen. Denn ein immer kleinerer Teil der Bevölkerung kann letztlich mehr der benötigten Güter und zu höherer Qualität produzieren. Das heißt, es ist weniger Arbeitskraft erforderlich, um diese Güter herzustellen. Auf Grundlage der produktiven Fähigkeiten der Arbeitskraft, die sich am wissenschaftlichen und technologischen Fortschritt orientieren, ist es möglich, dass immer weniger Menschen den gesamten Nahrungsmittelbedarf oder Industriebedarf einer Bevölkerung produzieren. Und dadurch kann sich ein immer größerer Teil der Bevölkerung in der Wissenschaft, in dem Bildungswesen, in klassischen Kunstbereichen betätigen. Immer mehr Menschen können geistig tätig sein, um sich auf die schöpferischen Aspekte der Gesellschaft zu konzentrieren, die dann zum wirklichen geheimen Motor des Wirtschaftswachstums werden. Aber wenn die Produktivität der Beschäftigten steigt, wo kommt diese Produktivkraft eigentlich her? Ich möchte das anhand eines Beispiels erläutern, das Herr LaRouche häufig angeführt hat, dass sich nämlich erste menschenähnliche Wesen bereits ganz früh in der Menschheitsgeschichte das Feuer zunutze gemacht haben. Und ich möchte in diesem Zusammenhang betonen, dass der erste kontrollierte Einsatz von Feuer der Beleg für eine nicht biologische Existenz der menschlichen Gattung ist. Dass der Mensch seine Existenz nicht so sehr über seinen biologischen Körper, sondern als Funktion von etwas ganz anderem definiert, das es in keiner uns bekannten Tierart gibt. Die Verwendung von Feuer verbreitete sich dann immer weiter. Feuer diente zum Kochen, es lieferte Wärme, es wurde zur Herstellung von Werkzeugen benutzt. Mit Feuer ließen sich insgesamt die Lebensbedingungen verbessern. Es konnten mehr Menschen leben, die Bevölkerungsdichte stieg und die menschliche Gattung veränderte grundlegend die Beziehung zu ihrer Umwelt und der Biosphäre insgesamt. Zur Verdeutlichung könnte man das auch so betrachten. Untersuchte man diese Veränderung nach gängigen ökologischen Kriterien,
mit denen man auch die Besonderheit einer Tierart und ihre Beziehung zur Biosphäre definiert, würde man diese Veränderung einer biologischen Evolution, einem Evolutionssprung zu einer höheren Art zuschreiben. Biological evolution, an evolutionary upshift in to a higher order species. But for mankind, aber beim Menschen gab es keine biologische Veränderung. Die Entwicklung der Menschheit beruht nicht auf biologischen Veränderungen, sondern auf einer besonderen Kraft, die man als die schöpferischen Fähigkeiten des menschlichen Geistes, also als einen scheinbar immateriellen Prozess definieren kann. Versuchte man, eine wissenschaftliche Entdeckung zu wiegen, zu riechen oder zu schmecken, würde einem das wohl ziemlich schwer fallen. Gleichzeitig sieht man aber, dass wissenschaftliche Entdeckungen steuernde Wirkungen auf das Universum haben. Sie sind physisch wirksam, indem sie die Fähigkeit der Menschheit erhöhen, günstig auf die Erde einzuwirken und die Lebensbedingungen auf dem Planeten zu verbessern. Diese besondere Kraft der Menschheit übersteigt völlig jene Vorstellung von biologischer Existenz, jedes von Sinneswahrnehmung bestimmte Bild des Menschen. Dieser Entwicklungsprozess und die Anwendung der schöpferischen Fähigkeiten des menschlichen Geistes ist der Kern dessen, was den Menschen zum Menschen macht. Und durch diesen Prozess ist die Menschheit zur stärksten Kraft auf dem Planeten geworden. Die Arbeiten des ukrainisch-russischen Naturforschers Wladimir Vernadsky hierüber sind sehr fundiert und sehr treffend. Der Titel eines seiner Bücher lautet direkt »Wissenschaftliches Denken als planetares Phänomen«. Das sich entwickelnde wissenschaftliche Denken ist inzwischen zu einer bestimmenden geologischen Kraft auf dem Planeten geworden. Man kann hierbei einen Schatten dieses Prozesses, einen Effekt der wachsenden Kraft des wissenschaftlichen Denkens und des technologischen Fortschritts betrachten, und das ist das Konzept der Energieflussdichte. Ein Maß also nicht nur des Energieverbrauchs als solchem, sondern des Zuwachses an Energieverbrauch entweder pro Kopf in der Gesellschaft oder pro Flächeneinheit des Staatsgebietes. Die Energieflussdichte wird so zu einer wichtigen Folge, einem wichtigen Schatten im Zusammenhang mit der Entwicklung der menschlichen Gesellschaft auf immer höherer Ebene. An einem Beispiel aus der amerikanischen Geschichte lässt sich das verdeutlichen, wo die Entwicklung der amerikanischen Wirtschaft von ihren Anfängen bis zur Gegenwart mit Blick auf den steigenden Energieverbrauch gemessen in Kilowatt pro Kopf dargestellt ist. Power per individual, in this case measured in kilowatts per capita per individual in society. The absolute measure of choice, don't want to get caught on that per se. Und wichtig in diesem Fall ist der relative Anstieg. Und jede Umgestaltung, jeder Sprung auf eine höhere Ebene der Energieflussdichte lässt sich nach den Energieträgern unterteilen, die diesen Veränderungen zugrunde liegen. Man sieht außerdem, dass es zu einer Abfolge von immer höherwertigeren Energieträgern kommt, die nicht nur eine wachsende Energieflussdichte darstellen, sondern die man unter Bezug auf das frühere Beispiel geradezu als artspezifische Übergänge beschreiben könnte, wobei es jeweils zu grundlegenden Umwälzungen in den Möglichkeiten des Menschen zur Steuerung und Verbesserung der Wirtschaft und der Biosphäre im betreffenden Land kommt. Of the biosphere of the territory he's inhabiting. Each of these shifts comes with totally new. Jede Veränderung dieser Art geht mit ganz neuen Freiheitsgraden in der Gesellschaft einher. Neue chemische Prozesse und neue Rohstoffe erschließen sich. Stoffe, die bisher nicht sinnvoll genutzt werden konnten, werden jetzt zu Instrumenten für die Verbesserung der Gesellschaft. Tools of use for the betterment of society. Now this was the case up until, as you can see in the graphic. Nun, man sieht hier in der Abbildung bis etwa 1970 den Anstieg und danach die Abschwächung der Zunahme der Energieflussdichte. Und in dieser Darstellung ist der Abbau, also das Nullwachstum, das grüne Paradigma, das sich in den Vereinigten Staaten nach der Ermordung Kennedys ausbreitete,
Es ist hier nicht unbedingt sichtbar. Es setzte dann nämlich zunächst ein Verschleißprozess ein, wobei wir unsere Infrastruktur abnutzten, wobei wir bestehende Rohstoffvorräte aufbrauchten und immer mehr wirtschaftliche Aktivität aufwenden mussten, um eine bestimmte Lebensweise aufrechtzuerhalten. Und das hat uns jetzt zu einem Punkt geführt, wo das gesamte System auseinanderbricht. Greater and greater amounts of economic activity just to maintain a certain mode of existence. That has brought us to the point where this whole system right now is breaking down. And I should emphasize. Und ich sollte betonen, einen großen Anteil daran hatte in den letzten 40 Jahren die Auslagerung produktiver Arbeitsplätze aus den Vereinigten Staaten in Länder wie China. The shifting of jobs. Und zwar nicht nur irgendwelcher Arbeitsplätze. Genau die Arbeitsplätze, die die reale Existenzgrundlage schaffen und erhalten, wanderten zunehmend aus den Vereinigten Staaten ab. Wegen der Zerstörung großer Industrieanlagen verfügen wir gar nicht mehr über die Kapazitäten in der Tiefe, um ein eigenes wirtschaftliches Wiederaufbauprogramm in Gang setzen zu können. Der wichtigste Faktor in jüngster Zeit war der Abbau der Autoindustrie, die den letzten umfangreichen industriellen Werkzeugmaschinenbereich in den Vereinigten Staaten darstellte. Sie hatte es während des Zweiten Weltkrieges möglich gemacht, unseren Feinden bei der Produktion um Größenordnungen voraus zu sein. Famous for what it allowed us to do during the World War II mobilization, where we could outproduce our enemies orders of magnitude by this in-depth industrial capability. Genau diese Kapazitäten bräuchten wir heute, um ein wirtschaftliches Wiederaufbauprogramm wie NAVAPA und den Bau von Hochgeschwindigkeitsbahnstrecken für das Beringstraßenprojekt umzusetzen. Aber mit dieser Politik, besonders seit der Zerstörung des Automobilsektors, haben wir diese Fähigkeit verloren. Jetzt blicken wir also auf die Möglichkeit, mit diesen Nationen zusammenzuarbeiten, China, Russland als Schlüsselfaktoren, aber auch Südkorea, Japan, die ja auch wichtige Industrienationen sind. Und mit einer solchen Kerngruppe von Nationen hätte man eine Allianz, um eine Ära des Fortschritts wieder beginnen zu können. Now if I can just get slide number three, just move through this quickly. Wir werden das kurz anschauen, bevor wir dann auf das eigentliche Thema der Kernfusion kommen. Die Abbildung zeigt die energiedichte Entwicklung in der Geschichte der Vereinigten Staaten nach drei verschiedenen Sichtweisen, wo es hätte hingehen können. Wir fangen an mit Kurve C, die zeigt, wie die Energieflussdichte pro Kopf 1962 nach Einschätzung der Regierung Kennedy zunehmen sollte. As of the assessments in 1962 by the Kennedy administration. Now this was largely based on understanding the power. Ausgangspunkt hierfür war hauptsächlich die Rolle der Kernenergie als nächstem Meilenstein im wirtschaftlichen Entwicklungspotenzial der Menschheit. Now if you look at curves A and B. Den Kurven A und B liegen die Möglichkeiten einer noch höheren Energiequelle zugrunde, die zum Motor des Wirtschaftsaufschwungs von heute werden muss, der Kernfusion. Die Kernspaltung, also der Zerfall oder das Spalten schwererer Elemente, ist hunderttausende Mal stärker, das heißt energiedichter, wie chemische Brennstoffe. Die Kernfusion ist millionenmal so energiedicht wie jeder chemische Brennstoff, also Kohle, Öl, Sauerstoff, Wasserstoff und so weiter. Schätzung A, also die obere Kurve, ist eine grobe Annäherung unserer eigenen Analyse im Basement-Team, wie die Wachstumsrate hätte aussehen können, wenn wir die kräftige Wachstumsorientierung seit Anfang der 60er Jahre weitergeführt hätten. Kurve B ist eine Annäherung an das Wachstum, das wir hätten erreichen können,
Wenn die Welt LaRouches SDI-Programm, die strategische Verteidigungsinitiative, aufgegriffen hätte, welches, wie sich manche damals ausdrückten, eine zweite industrielle Revolution bedeutet und eine wirtschaftliche Umwälzung auf Grundlage von Fusionstechnologien bewirkt hätte. Methoden der Plasmaverarbeitung, laserbasierte Herstellungsverfahren und andere Technologien würden das Tor zu einer Fusionsökonomie öffnen. And so those were the prospects we had before us. Now I want to go to the to make the point. I want to emphasize. Und ich möchte ausdrücklich betonen, dass dies unmittelbar möglich gewesen wäre. And the über die Aussicht, die Kernfusion zu entwickeln, geht ein schlechter Scherz um, der darauf hinausläuft, die Kernfusion sei auf immer und ewig 30 Jahre entfernt. Wenn man die Fusionsforscher in den 1970er Jahren gefragt hat, wie lange es dauern wird, bis wir einen Fusionsreaktor haben, hieß es 30 Jahre. Wenn man heute fragt, wie lange es dauern wird, bis wir einen Fusionsreaktor haben, heißt es ebenfalls 30 Jahre. Es ist also zum schlechten Scherz geworden, dass die Kernfusion immer 30 Jahre entfernt ist. Und es geht die Lüge um, dass dies so sei, weil die Schwierigkeiten so groß seien. Es gäbe technologische und wissenschaftliche Probleme, die man einfach nicht überwinden kann. Die Sache sei viel zu komplex. Man habe so viel Geld hineingesteckt, aber es würde trotzdem nicht funktionieren. Die Sache sei einfach zu schwer. Das ist einfach nicht wahr. Und ich möchte eine Minute darauf verwenden, um das klarzustellen. Gehen wir mal zur Darstellung Nummer 4. Again, hopefully things don't get too complex in some of these graphics, but we have. Hier sieht man die Ergebnisse einer Studie von 1976 der US Energy Research and Development Administration. Das ist der Vorläufer des amerikanischen Energieministeriums. So this was an official government study. Also eine von der Regierung in Auftrag gegebene offizielle Studie in den Vereinigten Staaten. Und in dieser vierbändigen Studie wurde erstmals im Detail untersucht, was erforderlich wäre, um einen Demonstrationsfusionsreaktor zu bauen. Und man meinte das ernst, denn es ging nicht nur um einen Reaktortyp. Es müssten verschiedene Wege beschritten werden, denn unterschiedliche Entwürfe böten unterschiedliche Anwendungsmöglichkeiten. Man könnte nicht von vornherein sagen, welcher sich davon als bester herausstellen werde. Und deswegen müssten vielfältige Planungsentwürfe für Kernfusionsreaktoren verfolgt werden. Da es bestimmte Anforderungen an Infrastruktur und Materialien gäbe, müssten Systeme gebaut werden, um die nötigen Materialien zu entwickeln. Es müssten Systeme zur Bereitstellung des Brennstoffs gebaut werden. In dieser umfangreichen Studie ging es also nicht nur um wissenschaftliche Fragen, sondern auch um die Technik und alles andere, um die Kernfusion zu verwirklichen. Und als man fragte, wie schnell kann man das schaffen, war die Antwort, es hängt von der Investitionshöhe ab. Denn es ist klar, dass verschiedene Reaktoren, Testsysteme und Demonstrationsanlagen gebaut werden müssen. Der ITER, das heutige Vorzeigeprojekt, das in Frankreich gebaut wird, eine zweifellos exzellente Maschine, wäre nach diesen Vorgaben im Rahmen eines Stufenprozesses bereits in den 80er Jahren fertig gewesen. Und je nachdem, wie schnell man jetzt voranschreiten wollte, habe ich hier einmal zwei der extremen Einschätzungen gezeigt. Die ERDA meinte, man müsse maximale Anstrengungen unternehmen, man müsse die Kernfusion zur nationalen Priorität erheben und alle notwendigen Mittel aufbringen, um zur Kernfusion zu gelangen, weil wir wissen, dass sie eine Revolution für die Menschheit bedeutet. Die Weltmeere bieten eine praktisch unerschöpfliche Quelle für den Fusionsbrennstoff, sodass man tatsächlich von der größten Revolution in der bisherigen Wirtschaftsgeschichte sprechen kann. Bei maximaler Anstrengung, in Abbildung 4 sieht man die jährlichen Mittelaufwendungen, wurde damals vorausgesagt, dass man etwa 1990 einen Demonstrationsfusionsreaktor ans Netz bringen könnte, um das Potenzial der Fusionstechnologie unter Beweis zu stellen. Es gab verschiedene weitere Optionen für etwas langsamere Verläufe, wobei der langsamste der moderate Verlauf war, mit dem man spätestens 2005 zu einem Demonstrationsreaktor gekommen wäre. Damit wären wir heute also schon am Ziel.
So again, could have happened by now. They also made eines wurde aber damals auch schon klargestellt, was man heute nicht genug betonen kann. Wenn man nicht eine bestimmte Investitionshöhe erreicht, so ist es sicher, dass es nie zu einem Durchbruch kommen wird. Wenn man nicht ein bestimmtes Mindestmaß an Mitteln bereitstellt, weiß man, dass man wahrscheinlich nicht die erforderliche Dichte an Aktivitäten erreicht, um tatsächlich ein funktionierendes Kernfusionssystem zu erreichen. Das ergab sich aus der Frage, was passiert, wenn man die für 1978 angesetzten Haushaltsmittel einfach nur in der Zukunft fortführt. Die Schlussfolgerung war, dass es bei solchen Investitionen sehr gut möglich sein werde, die Kernfusion niemals zu erreichen. Es steht einfach nicht genug Geld zur Verfügung, um die erforderlichen Systeme zu bauen, daraus weitere Fragen abzuleiten und die Antworten darauf in der nächsten Entwicklungsphase effektiv umzusetzen. All das war somit bereits Mitte der 70er Jahre bekannt. Und hier sieht man die tatsächliche Investitionshöhe. Daraus wird deutlich, dass ein ernsthafter Versuch überhaupt nicht unternommen wurde. Die Vorstellung, wir seien immer 30 Jahre von der Fusion entfernt, ist somit ein schlechter, übler Witz. Wir haben es noch nicht einmal versucht. Es wurden nie ernsthafte Anstrengungen unternommen, um die Kernfusion Realität werden zu lassen. Ich betone das deswegen, weil die Möglichkeiten zur Realisierung der Kernfusion durchaus vorhanden sind. Was wir verändern müssen, ist das Nullwachstumsparadigma. Der Grund, warum die Kernfusion nicht vorangetrieben, sondern unterdrückt wurde, der Grund, warum die Kernspaltung nie ernsthaft betrieben, sondern unterdrückt wurde, liegt an dem grünen Nullwachstumsparadigma, das, wie man an den Kurven der Energieflussdichte gesehen hat, in den letzten 40 Jahren auch zur vollständigen Abflachung des Wachstums der Energieflussdichte pro Kopf geführt hat. Das hatte die völlige Zerrüttung der US-Wirtschaft zur Folge, wie wir sie heute erleben. Ich möchte nun zwei Fallbeispiele besprechen, die das Potenzial der Kernfusionstechnik aufzeigen. Die Finanzierungskurven habe ich auch deswegen hervorgehoben, um aufzuzeigen, dass wir viel näher dran sind, als die meisten zugeben. Einige unabhängige Schätzungen verschiedener Quellen, die sich damit befasst haben, geben 10 bis 15 Jahre als völlig realistische Zeitspanne an, in der ein Fusionsdemonstrationsreaktor entwickelt werden kann. Es könnte also 10, 12 oder vielleicht 15 Jahre dauern, wenn wir uns heute tatsächlich dafür entscheiden, was allerdings bisher nicht geschehen ist. Das ist eine entscheidende Frage, nicht weil wir schon nächste Woche einen Kernfusionsreaktor haben werden können, sondern weil das Transpazifische Entwicklungsprogramm auf der Kernfusion als Motor für die Technologie und Energieentwicklung basiert. Um kurz zu veranschaulichen, warum das der Fall sein muss, möchte ich diese zwei Fallstudien vorstellen. In der ersten geht es um die Frage der Arbeitsproduktivkraft. Die lässt sich aufzeigen, wenn man die Geschichte der Eisenproduktion in den Vereinigten Staaten untersucht. Eisen ist hierfür ein gutes Beispiel, denn nach Gewicht ist es das von der menschlichen Gesellschaft am meisten verwandte Element im gesamten Periodensystem. Es ist der Hauptbestandteil von Stahl und deswegen ist Eisen das Rückgrat jeder modernen Industriegesellschaft. Betrachtet man sich die Geschichte der Eisenproduktion und die Energieflussdichte der Produktionsmethoden, wobei man sich hier nicht auf die Zahlen als solche fixieren sollte, dann haben wir es mit Milliarden Joule pro Quadratmeter oder mit Gigawatt pro Quadratmeter und Stunde zu tun. Gemessen wird dabei die Flussrate der Energie pro Fläche und Zeit des Hochofens, in dem das Eisen hergestellt wird. Furnace that's producing the iron in this case.
Wichtig hierbei sind die relativen Veränderungen. In den 1830er Jahren erreichte man mit Holz und holzkohlebasierten Technologien einen Energieflussdichtewert in dieser Maßeinheit von 2,6. Was die Produktion von 10 Tonnen Eisen pro Arbeiter und pro Jahr ermöglichte. Denn die Arbeitsproduktivkraft soll ja aussagen, wie viel der Einzelne in der Gesellschaft produzieren kann. Man sieht, wie die Energieflussdichte mit dem Einsatz der Kohle bis zu den 1860er Jahren ansteigt. Mit den weiteren Anstiegen bis 1900, 1950 und 1970 wächst die Energieflussdichte der Produktionsmethoden ständig weiter. Damit einhergeht die Umstellung von Kohle auf Koks, auf dichtere Kohleform sowie auf andere Technologien, bei denen reiner Sauerstoff in den Hochofen geleitet wird, um höhere Temperaturen und damit eine höhere Reaktionsrate zu erreichen. Wie man sieht, geht die Erhöhung der Energieflussdichte um eine Größenordnung mit fast einer Verzwanzigfachung der Arbeitskraft einher. Die Menge Eisen, die ein einzelner Arbeiter in der gesamten Eisenindustrie produziert, stieg von 10 Tonnen Eisen pro Jahr auf 183 Tonnen mit den Technologien des Raumfahrtzeitalters der 1960er Jahre, bis wir in eine Kollapsphase eintraten. Und seither hat es sogar einen deutlichen Rückgang gegeben. Man redet immer von Arbeitsplätzen. Aber was für Arbeitsplätze sind das? Wir brauchen Arbeitsplätze in der Hochtechnologie. Jobs, wie Obama sie geschaffen hat, obwohl natürlich auch sehr viele mehr verloren gegangen sind, als geschaffen wurden, was man dann durch Veränderung der Statistik verdecken will. Also die Vorstellung von Jobs um ihrer selbst willen, Jobs bei Taco Bell, Jobs im Dienstleistungssektor, sind für die Gesellschaft praktisch ohne Bedeutung. Wir brauchen Arbeitsplätze, die mit modernen Technologien und hohen Energieflussdichten zu tun haben. Wir brauchen neue Wissenschaftsprogramme, die mit steigender Produktivität des Einzelnen einhergehen, die neue wissenschaftliche Entdeckungen und Konzepte in die angewandte Produktion einführen. Into the means of application, into the means of production. If we just pull the graphic back up one more time, it's also useful to note that. Werfen wir noch mal einen Blick auf Tabelle 1. Neben der Produktionsleistung pro Arbeiter ist es sinnvoll zu erwähnen, dass auch die Produktion pro Energiemenge zugenommen hat. Diese wird in Billionen Joule gemessen, wobei aber wichtig ist, dass sich die produzierte Eisenmenge pro Einheit Energie in diesem Fall vervielfachte. Von 4 Tonnen pro Energieeinheit auf 80 Tonnen. Das kann sich auf noch viel höhere Werte fortsetzen. Besonders wenn wir zur Fusionswirtschaft übergehen, in der bei plasmabasierten Produktionsprozessen Energieflussdichten von mehr als einer Größenordnung höher erwartet werden können. Man kann Gase so sehr erhitzen, dass sie zu einem Plasma werden, in dem sich die Protonen und Elektronen trennen. Ein solches magnetisiertes Gas lässt sich auf unglaublich hohe Temperaturen erhitzen. Man hat bisher noch nicht einmal eine Temperaturgrenze gefunden, bis zu der man diese Stoffe erhitzen kann. Und damit lassen sich industrielle Verarbeitungsverfahren mit sehr viel höheren Wirkungsgraden erreichen. In Tabelle 1 sieht man, dass sich die Produktivität pro Einheit Energie von 80 auf 200 und nahezu 300 Tonnen pro Einheit Energie steigern lässt. Und in diesem Fall geht es nur um Eisen als ein Beispiel. Das gleiche gilt für andere Metalle, für Aluminium oder die Zementproduktion. Ganz allgemein lässt sich die Produktivität all dieser Herstellungs- und Verarbeitungsverfahren steigern. Damit eröffnet sich auch eine ganz neue Form der Chemie, beziehungsweise ein ganz neues Verständnis von Rohstoffen. Und über diese Frage der natürlichen Rohstoffe möchte ich kurz sprechen, denn das ist ein Problem, dem man immer wieder begegnet im Verständnis der Menschen von Wirtschaft oder Wirtschaftsprozessen. Diese Vorstellung von natürlichen Rohstoffen. Wenn man diesen Begriff natürliche Ressourcen im üblichen Sinne benutzt, verbirgt sich dahinter eine irreführende Vorstellung.
Sie impliziert, dass Rohstoffe etwas Natürliches oder Vorhandenes seien. Aber das trifft nicht zu. Das ist ein absoluter Betrug, denn Rohstoffe müssen völlig anders definiert werden. Man kann viele Beispiele nehmen, aber nehmen wir zum Beispiel Uran. Vor 150 Jahren bedeutete Uran für die menschliche Gesellschaft so gut wie gar nichts. Jemand erzählte mir neulich, dass Uran früher in der Glasherstellung zum Färben von Gläsern verwendet wurde. Es war also ein Rohstoff in dem Sinne und nichts weiter. Ansonsten war es einfach ein Bestandteil des Gesteins und relativ nutzlos. Heute ist Uran einer der energiedichtesten Brennstoffe, der uns zur Verfügung steht. Was hat sich also verändert? Hat sich das Uran verändert? Hat sich der Rohstoff selbst verändert? Oder worin besteht die Änderung? Um die Wende zum letzten Jahrhundert hat sich eine wissenschaftliche Revolution abgespielt, bei der Leute wie Max Planck und Albert Einstein eine zentrale Rolle spielten. Sie entwickelten nicht selbst alle Bereiche der Kernspaltungstechnologie, aber sie waren führend an einer Revolution zur Erforschung des subatomaren Bereichs beteiligt. Und Einstein entdeckte, dass Materie und Energie in einer Wechselbeziehung stehen und Teil des gleichen Prozesses sind. Ein Grundprinzip hinter der Energiefreisetzung bei der Kernspaltung und der Kernfusion. Einige führende, außergewöhnliche Forscher bewirkten eine wissenschaftliche Revolution, die in der Folge den Zugang des Menschen zu den Naturressourcen vollständig transformierte, sodass heute Stoffe wie Uran und der Fusionsbrennstoff aus dem Meerwasser reale bzw. potenzielle Rohstoffe sind, die die Möglichkeit bieten, höhere Energieflussdichten zu erreichen. All das ist im Grunde ein Schatten, ein Effekt der wissenschaftlichen Entdeckerkraft des Menschen, die der Ursprung des Fortschritts ist, wie ich eingangs sagte. Ich möchte nun noch eine weitere Fallstudie vorstellen, um diese Frage auf etwas andere Weise zu beleuchten, und das ist das NAWAPA-Programm. Ein kontinentales Wasser- und Energieprojekt, das als zweites Beispiel für die Rolle der Energieflussdichte dienen kann, nämlich wie sich Energieflussdichte pro Flächeneinheit eines Landes ausdrückt. Wie die meisten Bewohner des nordamerikanischen Kontinents wissen, gibt es im Westteil des Kontinents eine große Wüste. Auf einer Karte ist der Niederschlag, Regen und Schnee, dargestellt, der jährlich im Mittel auf der Gesamtfläche des Kontinents fällt. Mit Violett, Dunkelblau und Blau sind sehr große, mit Braun und Gelb sehr geringe Niederschlagsmengen bezeichnet. So haben beispielsweise die Ostküste und das gesamte östliche Drittel des Kontinents eine sehr viel höhere Niederschlagsdichte im Vergleich zur gesamten Landfläche. Das westliche Drittel hat insgesamt sehr wenig Niederschlag. Die schwarzen Pfeile stellen große Flusssysteme dar, wobei die Dicke der Pfeile der Größe der Flüsse entspricht. Das heißt, wie viel Wasser aus den Flüssen abfließt. Der Mississippi ist der größte und andere große Gewässernetze sind durch die Pfeile gekennzeichnet. An der Westküste erkennt man ein interessantes Phänomen, wo auf einem kleinen Streifen entlang der nördlichen Küstenabschnitte am Pazifik sehr große Niederschlagsmengen fallen. Der Grund dafür sind die großen Gebirgszüge entlang der Westküste des Kontinents, die die Feuchtigkeit des Pazifiks daran hindern, weiter ins Landesinnere vorzudringen und somit Wasser in die inneren Regionen des Kontinents zu bringen. Die in der Luft transportierte Feuchtigkeit stößt auf die Bergketten, muss immer höher steigen und kondensiert dort zu Regen oder Schnee. Das ganze Wasser,
das mit viel Sonneneinstrahlung aus dem Meer verdunstet und in die Atmosphäre aufsteigt, wo es sich eigentlich für das Wachstum von Pflanzen und Wäldern nützlich machen will, läuft dort einfach wieder ins Meer zurück, weil es auf die Berge trifft und einfach wieder abregnet. Then just runs right back off into the ocean, because it hits this mountain range and falls back in. Dieses natürliche System ist somit eine reine Verschwendung. Natural orientation of the continental system. The graphic, the bars on the left is just a. Die Balken links in der Abbildung drücken das Gleiche etwas anders aus. Water availability. Sie zeigen die Wasserverfügbarkeit in verschiedenen Regionen des Kontinents. Der ganz linke Balken ist der Durchschnitt für ganz Nordamerika. Der sehr große Balken daneben ist der Niederschlag im Nordwesten, der, wie eben beschrieben, im Durchschnitt sehr, sehr hoch ist. Der dritte, sehr kleine Balken ist der gesamte Südwesten. Somit ist im gesamten südwestlichen Teil des Kontinents von Kalifornien, Nevada und Utah bis hinunter nach Mexiko nur sehr wenig Wasser pro Fläche verfügbar. Down into Mexico, this entire region, as you can see in the graph, has a very low level of water availability per area. So this is just taking this graphic and putting it in per area terms. Now the point is that this natural. Dabei muss gesagt werden, dass diese natürlichen Verhältnisse für den kontinentalen Wasserkreislauf eine sehr niedrige Produktivität bedeuten. Wie schon erwähnt, die Sonne verdunstet Wasser aus dem Meer und transportiert neues Wasser auf den Kontinent. Dieses Wasser ist an vielen Prozessen auf dem Festland beteiligt. Flüsse, Wälder, Weideland, Landwirtschaft, die menschliche Gesellschaft. Und irgendwann kehrt das Wasser wieder ins Meer zurück. In den Einzelheiten ist der Vorgang sehr komplex, aber insgesamt kann man sich das Ganze als ein Input-Output-System vorstellen. Ein Maßstab für Nahuapa ist, wie sich die Produktivität jeder einzelnen Teilmenge dieses Wasserkreislaufs erhöhen lässt. Wie produktiv ist zum Beispiel jeder Liter Wasser? Well, if you go to the next slide, to the last slide here, number 8, we can see what Nahuapa will do. In der nächsten Abbildung sieht man, wie mit Nahuapa das Wasser umverteilt wird. And you can see the redistribution proportions in the graphs on the left. In der linken Grafik sind die Proportionen der Umverteilung dargestellt. Aus dem nordwestlichen Quadranten, den man in Blau auf der Karte sieht, wird nur ein ziemlich kleiner Teil des verfügbaren Wassers umverteilt. Über ein System von Flüssen, Kanälen und Tunneln leiten wir das Wasser in den Südwesten und bis hinunter in die Region der High Plains, wodurch eine gleichmäßigere Verteilung des Wassers erreicht wird. And actually have a more equitable distribution of the water of the system. Mit unserer Arbeit im Basement-Team haben wir nicht nur das ursprüngliche, Anfang der 60er Jahre entworfene Projekt wieder zum Leben erweckt, sondern haben uns auch damit beschäftigt, wie man das Potenzial der Kernspaltung und der Kernfusion einsetzen kann, um den gesamten Wasserkreislauf besser zu nutzen. Mithilfe der Kernkraft und der Kernfusion kann man ein viel effektiveres System schaffen, als es ohne das möglich wäre. Das ursprüngliche Nahuapa-Konzept basierte auf Wasserkraft, die dadurch entstünde, dass einiges von dem entnommenen Wasser ins Meer zurückgeleitet wird, um Strom zu erzeugen, mit dem dann der Rest des Wassers auf den ganzen Kontinent gepumpt würde. Wenn man mit der Kernkraft höhere Energieformen einsetzt, und eigentlich sollte man an die Kernfusion denken, ließe sich mehr von dem entnommenen Wasser nutzen und in den Südwesten leiten. Was man damit erreicht, ist ein sehr interessantes Beispiel für die Anwendung einer höheren Energieflussdichte, wodurch buchstäblich die Produktivität des gesamten kontinentalen Wasserkreislaufs erhöht wird. Die Menge an Grünmasse, die durch den nordamerikanischen Wasserkreislauf entstehen kann, wird anwachsen. Can increase.
Durch die Photosyntheseaktivität der Pflanzenwelt, sei es auf den Anbauflächen, auf Weideland oder in den Wäldern, lässt sich die produktiv genutzte Wassermenge erhöhen, sodass man tatsächlich sagen kann, dass durch Navapa der Wert jedes Liters Trinkwasser ansteigt. Und noch mehr durch die kernkraftgetriebene Variante von Navapa. By Navapa and further increased by the Navapa 21 nuclear-driven program. And this also carries a greater multiplier effect. Damit gehen noch weitere Verstärkereffekte einher, wenn das Wasser im Landesinneren verdunstet. Schätzungsweise 60% des Wassers, das von den Landflächen an der Westküste verdunstet, werden letztlich erneut in anderen Teilen des Kontinents als Regen fallen. Das lässt sich durch die Funktion der Pflanzen, vor allem der Wälder, weiter verstärken. Wälder werden insgesamt den Wasserfluss zwischen den unteren Bodenschichten und der Atmosphäre erhöhen, von wo die Feuchtigkeit als Regen wieder fällt. Flux of water from below the surface up into the atmosphere to then fall again as rain. And so through this entire system, durch dieses gesamte System können wir mit Hilfe der Kernkraft als Treiber die Produktivität des gesamten Kontinentalsystems dramatisch steigern. Und die beiden Fallstudien zeigen, warum besonders die Kernfusion der entscheidende Antrieb des gesamten Programms sein muss. Why fusion has to be our critical driver in this whole program. And at that point I'm going to turn it over to Megan. Und damit möchte ich Megan das Wort geben. Giving an overview of the current status. Sie wird uns einen Überblick über den gegenwärtigen Stand der Orientierung unserer potenziellen Verbündeten auf der anderen Seite des Pazifiks geben. Dort sehen wir jetzt die potenzielle Allianz mit den Nationen Asiens vom Standpunkt der Konzepte der Wirtschaftswissenschaft und des Wachstums, wie ich sie hier dargestellt habe. Ich möchte noch einmal das Zitat aufgreifen, das Jason eingangs vorgelesen hat. Dass wir überall auf der Welt vor der Wahl zwischen zwei Systemen stehen. Eines davon würde uns in die Richtung steigender Energieflussdichte und realwirtschaftlicher Produktivität führen. Das andere ist das absterbende transatlantische System des Monetarismus, das sich am deutlichsten in der jüngsten Politik der Regierung Obama und auch der EU widerspiegelt. Now, of course, stated in these terms, this is not really much of a choice. If anything, this is a choice between. Im Grunde ist das gar keine richtige Wahl. Wenn überhaupt, ist es die Alternative zwischen Leben und Tod. In einigen asiatischen Ländern erkennt man gegenwärtig reale Anstrengungen, sich in Richtung eines Systems zu entwickeln, das dem von uns aufgestellten Standard entspricht. Keines dieser Länder, einzeln oder insgesamt, erreicht die absolute Maßgabe, die wir beim weltweiten Energieverbrauch pro Kopf erreichen müssten. Wichtig ist aber, dass sie sich in diese Richtung bewegen. With the standard that Ben has outlined. And there have been a recent flurry of bilateral meetings of some of the. In jüngster Zeit fand eine Vielzahl bilateraler Treffen zwischen asiatischen Staatschefs statt, bei denen es um die Entwicklung der Kernenergie und andere Fragen ging. Wir werden noch mehr auf den Inhalt dieser Gespräche eingehen. Wichtig ist dabei zu beachten, dass sich ironischerweise viele dieser asiatischen Länder in eine Richtung bewegen, die früher dem Maßstab des wissenschaftlichen und technischen Fortschritts in USA und Europa entsprach, den wir aber vor einigen Jahrzehnten aufgegeben haben. Darüber lohnt es sich wirklich einmal nachzudenken. Es ist nicht nur eine Tatsache, dass sich diese Länder nach vorne bewegen,
sondern es fragt sich, warum sich die politische Führung in Amerika und Europa von dem Pioniergeist für wissenschaftlichen und technischen Fortschritt verabschiedet hat und auch die Bevölkerung dabei mitzumachen scheint. Dies wird meines Erachtens aus einigen Beispielen sehr deutlich werden. Das beste Beispiel ist wohl die Kernfusion. An ihr wird der Gegensatz zwischen der transasiatischen Perspektive und dem Zustand der transatlantischen Region am deutlichsten. Zur Kernfusion haben sich Barack Obama und der chinesische Präsident Xi Jinping ganz unterschiedlich geäußert. Obama hat im September 2010 vor Wählern in Virginia Folgendes gesagt: Wir brauchen gar keine neuen Technologien. Wir brauchen keine tolle Kernfusion oder Ähnliches zu erfinden. Wir müssen nur unsere bestehende Bausubstanz und unsere Häuser richtig isolieren und in große Einrichtungen wie Schulen und Krankenhäuser neue Fenster einbauen. Dadurch ließe sich eine gewaltige Wirkung erzielen. Nicht gerade sehr einfallsreich. Im Gegensatz dazu sagte Präsident Xi Jinping im April 2011 bei der Besichtigung des chinesischen Tokamak East: Die Kernfusion ist eine großartige Idee. Die Menschheit kann ohne Energie nicht auskommen oder sich entwickeln. Und ohne Wissenschaft und Technik wäre die Energienutzung nicht zukunftsfähig. Die Fusionsforschung wird der Menschheit einen breiten Weg für Energiealternativen ebnen. Das sind ziemlich klare Meinungsunterschiede über diejenige Energiequelle, mit der wir das fortschrittlichste System der Energieflussdichte erreichen können, das sich in der Wirtschaft einsetzen lässt. Beschäftigen wir uns etwas genauer mit der Kernfusion. Die einzigen Länder, in denen an supraleiteten Tokamaks geforscht wird, die für die Magneteinschlussfusion sehr wichtig sind, sind China, Südkorea und Japan. In gewisser Hinsicht waren und sind die Vereinigten Staaten in einem anderen Bereich führend, in der sogenannten Trägheitsfusion mit der National Ignition Facility, einer Laseranlage am Lawrence Livermore National Laboratory in der Nähe von San Francisco. The US is definitely a leader in that respect in terms of inertial fusion. Aber im Vergleich zu anderen Ländern mit Fusionsexperimenten zeichnen sich die USA dadurch aus, dass wir einige unserer Anlagen entweder geschlossen oder nicht weiter finanziert haben. Einer dieser Entscheidungen geht auf das Konto der Regierung Obama. Der Alcator-CMOD, ein Tokamak mit MIT, hat einmal den höchsten Plasmadruck auf der Welt erzeugt, doch in Obamas Haushalt wird er nicht weiterfinanziert. Wir sind jedenfalls das einzige Land, das tatsächlich einige seiner Fusionsreaktoren stillgelegt hat. Und es gibt das ITER-Projekt in Frankreich. Jüngst haben Vertreter Japans und Russlands auf einem Treffen erklärt, man müsse alles tun, um die Zusammenarbeit zu verstärken und den Fortschritt dieses Projekts zu beschleunigen. Es gehe nämlich nicht schnell genug voran. Betrachten wir als nächstes die Kernspaltung. Wer liegt hier an der Spitze? Auch hier sind die absoluten Zahlen nicht entscheidend. Das heißt, wer die meisten Kernkraftwerke hat, sondern wer befindet sich auf dem Weg wirklichen Fortschritts. Europa ist dabei, alle seine Kernkraftwerke abzuschalten. In den Vereinigten Staaten gibt es kaum Pläne, weitere Kernkraftwerke zu bauen. China verfolgt die ehrgeizigsten Ausbaupläne. Im Augenblick hat China nur 16 Kernkraftwerke, aber 30 weitere sind derzeit im Bau und die Ausbaupläne sind noch umfangreicher.
China plant den Bau eines gasgekühlten Hochtemperaturreaktors, der als fortgeschrittenes Kernkraftwerk der vierten Generation gilt. Aber auch dieser Fall ist interessant. Welches Land hat einen der ersten gasgekühlten Hochtemperaturreaktoren entwickelt? Wenn man sich heute umsieht, würde man nicht darauf kommen, aber es waren die Vereinigten Staaten. In Abbildung 2 sieht man eine Innenansicht des Kraftwerks von Fort St. Vrain, das von 1979 bis 1989 als gasgekühlter Hochtemperaturreaktor in Betrieb war. Dann wurde er abgeschaltet und es wurde kein weiterer gebaut. China will nun genau einen solchen Reaktor errichten. Schauen wir nach Russland. Russland ist führend beim Bau von schwimmenden Kernkraftwerken. Wer entwickelte das erste schwimmende Kernkraftwerk? Die Vereinigten Staaten. Im Rahmen des Atomprogramms der US-Marine entstand 1968 ein Kernkraftwerk mit dem Namen MH-1A. Das war das erste schwimmende Kernkraftwerk der Welt, das in den USA entwickelt wurde, und heute haben wir keines mehr. In Russland sollen bis 2015 7 solche schwimmenden Kernkraftwerke gebaut werden. Aus unserer Studie in Europa 21, der Übergang zur Kernfusionswirtschaft, geht eindeutig hervor, dass es in den Vereinigten Staaten eine voll entwickelte Wirtschaft auf Grundlage der Kernspaltung, Kernkraftwerke, Meerwasserentsalzung und so weiter geben würde, wenn wir den Kurs von Präsident John F. Kennedy beibehalten hätten. Aber das ist leider nicht geschehen. Now moving on. And Ben has referred to this. Wenn man die in einem bestimmten Gebiet verfügbare Energieflussdichte erhöht, lässt sich die potenzielle Bewohnbarkeit dieses Gebietes steigern. Das ist so, als wenn man die prometheische Kraft des Feuers auf unbewohnbare Gegenden der Erde anwendet, um sie für den Menschen zu erschließen. In diesem Zusammenhang sollten wir uns anschauen, was auf der eurasischen Landmasse insgesamt geschieht, denn dort soll genau dies umgesetzt werden. Besonders China und Russland wollen auf unterschiedliche Weise das Innere der riesigen eurasischen Landmasse erschließen, wovon große Teile unwirtliches Terrain sind, insbesondere die Arktis. Dieses Gebiet ist historisch als eurasische Landbrücke bekannt. In Abbildung 4 sehen wir Helga Zeppler-Rouge am östlichen Endpunkt der eurasischen Landbrücke in der Hafenstadt Lianyungang. In den 90er Jahren hatte sie sich mit allen Kräften dafür eingesetzt, und heute sind wir so weit, dass der chinesische Präsident dieses Konzept vertritt, das man auch die neue Seidenstraße nennt. Eine unbehinderte Route von der Ostsee zum Pazifik, wie er sich ausdrückte. In Abbildung 5 sind einige der Transportrouten dargestellt, die die Eurasische Landbrücke oder Neue Seidenstraße durchziehen. Mit ihnen werden Regionen im mittleren und südlichen Asien erschlossen, wo es derartige Routen noch nicht gibt. China ist aktiv dabei, immer weitere Komponenten der Eurasischen Landbrücke zu bauen. Wofür wäre all das im Idealfall gut? Es müssten dabei Transportmethoden im Spitzenbereich der Technologie wie die Magnetschwebebahn eingesetzt werden. Damit wären wir bei einem weiteren Beispiel. Die einzigen Länder mit Magnetschwebebahnen sind China, Japan und Südkorea. Interessanterweise hatte jemand 1968 im Brookhaven National Lab in den Vereinigten Staaten ein Konzept für eine Magnetbahn entwickelt, das aber hier natürlich nie umgesetzt wurde. Ähnliches lässt sich über Deutschland sagen. Der dort entwickelte Transrapid fährt jetzt in China.
being employed in China. And let's even look at high-speed rail. Selbst bei den Hochgeschwindigkeitszügen ist China führend. Das Hochgeschwindigkeitsbahnnetz gibt es dort erst seit 2007. 2010 war es 8.500 Kilometer lang. Bis 2020 soll es auf 50.000 Kilometer ausgebaut sein. Auf den chinesischen Schnellfahrstrecken ließe sich die Entfernung zwischen Washington und Houston in Texas in 8 Stunden zurücklegen. Im Unterschied dazu braucht man mit den Amtrak-Zügen in den Vereinigten Staaten 30 Stunden, um von New York nach Miami zu gelangen. Now along these lines, in terms of rail development, but also getting into the issue of developing the Arctic. Was den Ausbau des Bahnnetzes und die Erschließung der Arktis angeht, muss man sich nur die russischen Pläne zur Eisenbahnentwicklung bis 2030 ansehen. Vor ein paar Jahren beschloss die russische Regierung, den Schienenausbau im fernöstlichen Sibirien bis zur Beringstraße, wobei bis 2020 die Bahnverbindung zwischen Jakutsk und Magadan fertiggestellt sein soll. Das reicht noch nicht bis zur Beringstraße, geht aber in diese Richtung. An diesen Plänen ist außerdem wichtig, dass sie termingerecht fertig werden sollen. Im Vergleich dazu gibt es in den Vereinigten Staaten zwar Pläne, Bahnstrecken in der amerikanischen Arktis und in Alaska zu bauen, aber diese Pläne existieren nur auf dem Papier und die Regierung zeigt keinerlei Anstalten, das Projekt zu einer bestimmten Zeit fertigzustellen. Now moving on, the significance of die Bedeutung von Schnellbahn- und Magnetbahnstrecken wächst deutlich und die Investitionen werden rentabler, wenn die Produktivität der Regionen, durch die sie verlaufen, ansteigt. You know, in which the rail is situated. This is the idea of the development corridor. If we can go to the next in image. Abbildung 7 aus unseren Illustrationen über die Eurasische Landbrücke ist ein Verkehrssystem dargestellt, das in landwirtschaftliche Entwicklung, städtische Nuklearkomplexe und so weiter integriert ist. Dadurch steigen natürlich der Wert und der Beitrag von Hochgeschwindigkeits- oder Magnetbahnen. Im fernen Osten Russlands wird derzeit ein neuer Weltraumbahnhof, das Vostochny Kosmodrom, gebaut. Außerdem ist vorstellbar, die reichen Mineralvorkommen Sibiriens, dort, wo die neuen Bahnstrecken geplant sind, mit Hilfe der Kernfusion, das heißt mit den Möglichkeiten der Fusionsfackel, abzubauen. In the areas where this new rail. Dort befinden sich einige der reichsten Rohstoffvorkommen auf der Erde. Sibirien verfügt beispielsweise über 80-90% der weltweiten Vorkommen von Palladium und Tantal. Und es gibt viele weitere Beispiele. Wenn es um die Steigerung der Produktivität mit Hilfe von Entwicklungskorridoren und um die weitere Erschließung der eurasischen Landmasse geht, kann ein Beispiel dienlich sein, das ebenfalls mit der Landwirtschaft zu tun hat. In China wird derzeit an einem riesigen Wasserprojekt gearbeitet, dem Süd-Nord-Wasser-Umleitungsprojekt. Mit dessen Hilfe sollen einmal über 30 Kubikkilometer Wasser pro Jahr vom Yangtze in den Gelben Fluss geleitet werden. Man könnte noch sehr viel mehr dazu sagen, aber dieses Großprojekt ist bereits im Bau. Einzelne Abschnitte werden bereits getestet. Die Anforderungen an dieses wohl größte Wasserumleitungsprojekt auf der Erde sind gewaltig. Imagine, if you will, sort of a man kann sich einmal wie ein Spiegelbild an der Beringstraße vorstellen, dass sich auf der einen Seite die riesige eurasische Landmasse und
auf der anderen Seite die riesige, völlig unerschlossene amerikanische Arktis befindet. Completely undeveloped, and as we've gone through, the Eurasian. Wie erwähnt, gibt es Pläne, die eurasische Landmasse bis hoch zur Arktis zu entwickeln. Spiegelbildlich auf der anderen Seite gibt es, auf dem Papier, genau das Gleiche für Nordamerika. Das Projekt der Nordamerikanischen Wasser- und Stromallianz, NAWAPA, das sofort in Angriff genommen werden könnte. Auf diese Weise könnte ein neuer pazifischer Transportkorridor über die Beringstraße entstehen. Um nur kurz einige Elemente von NAWAPA zu erwähnen, die bisher noch nicht zur Sprache kamen. NAWAPA ist ein wasserwirtschaftliches Großprojekt für den gesamten Kontinent. Wir haben es weiterentwickelt, aber es stammt ursprünglich aus einer Zeit vor mehreren Jahrzehnten, als wir, was vielen schockierend erscheinen mag, einen demokratischen Präsidenten, John F. Kennedy, hatten, der in einer Rede gesagt hat, jeder Tropfen Wasser, der ungenutzt ins Meer fließt, sei eine Verschwendung. So dachten die Menschen damals, als die USA noch ein sehr produktives Land waren. Aus Flüssen in British Columbia, Yukon und Alaska soll etwa 20% des Wassers entnommen und über den Rocky Mountain Graben sowie mit Pumpen über die Sawtooth Mountains in die große amerikanische Wüste geleitet werden. Abbildung 11 zeigt das weiterentwickelte Projekt der Nordamerikanischen Wasser- und Stromallianz. Es ist sehr detailliert. Man transportiert Wasser aus einem Einzugsgebiet mit 1600 Kubikkilometer Gesamtabfluss pro Jahr in ein Gebiet mit 37 Kubikkilometer. Ein deutlicher Unterschied. Mit NAWAPA werden über 60 Kubikkilometer Wasser in die USA, in die High Plains und nach Mexiko fließen. Wir haben vorgeschlagen, die Energie hierfür nuklear zu erzeugen, um den Bedarf an Wasserkraft für die Pumpen zu reduzieren. In der Karte ist ein ganz neuer Aspekt berücksichtigt, denn es sind Orte angegeben, wo Entsalzungsanlagen betrieben werden können, eine besondere Vision, die John F. Kennedy für den Westen der Vereinigten Staaten vorschwebte. In diesem Zusammenhang ist besonders wichtig, Bahnverbindungen nach Alaska und Kanada zu bauen, denn viele Bestandteile des Gesamtsystems werden dort gebraucht und das Transportsystem dorthin ist derzeit kaum funktionsfähig. Für das Projekt muss also die Arktis von Alaska entwickelt werden. Allein für den Ausbau der Bahnstrecke, die derzeit nur von British Columbia bis Fairbanks in Alaska reicht, das noch einiges von der Beringstraße entfernt ist, müssen fast 3000 Kilometer neue Gleise verlegt werden. Und auch für das NAWAPA-Projekt ist dies erforderlich. Insgesamt, so schätzen wir, würde das Gesamtprojekt in den USA 7 Millionen Arbeitsplätze im Bausektor, in der Produktion sowie im Technik- und Wissenschaftsbereich schaffen. Abschließend möchte ich noch einen weiteren Bereich der Spitzenforschung nennen, in dem derzeit asiatische Länder führend sind, in dem aber eigentlich die USA bisher die Vision für den Rest der Welt vorgegeben hatten, und das ist die Raumfahrt. Natürlich ist der Erfolg des Mars Rovers Curiosity mitreißend, aber man muss wohl sagen, dass der Erfolg von Curiosity trotz mangelnder Gelder und trotz mangelnder Visionen im amerikanischen Raumfahrtprogramm zustande gekommen ist. Ich möchte hier kurz etwas zum Mond hinzufügen. Wie Sie wissen, hat Präsident Obama gesagt, dass wir nicht noch einmal zum Mond fliegen sollten, weil, wie er sich ausdrückte, wir schon einmal da waren. Das ist wohl jedem bekannt. Aber andere Länder, die ein ernsthaftes Raumfahrtprogramm betreiben, teilen diese Auffassung nicht. Sie sind der Meinung, ja, wir waren schon auf dem Mond, die Vereinigten Staaten waren auf dem Mond, aber jetzt geht es darum, ihn zu erschließen.
Wir wollen dort Stützpunkte aufbauen und man muss darüber nachdenken, auf dem Mond eine Infrastruktur aufzubauen. Welche Länder verfolgen ernsthafte Pläne für die Rückkehr zum Mond? Russland, China, Südkorea und Indien. Erst vor ein paar Tagen ist das chinesische Landefahrzeug gestartet und wenn die Mission erfolgreich verläuft, wäre dies die erste weiche Landung auf dem Mond seit fast 40 Jahren. Am Tag davor wurde bereits eine indische Mars-Sonde gestartet. Es gibt andere Mars-Missionen, aus denen sich die USA aber zurückgezogen haben, zum Beispiel das ExoMars-Projekt der Europäischen Raumfahrtagentur ESA. Nachdem sich die USA daraus zurückgezogen haben, weil sie das Geld nicht aufbringen wollten, musste sich die ESA an Russland wenden, um mit dem Projekt weiterzukommen. Überdies ist die Krise der internationalen Raumstation seit langem bekannt. Die Vereinigten Staaten sind auf Russland angewiesen, um amerikanische Astronauten zur ISS zu bringen. Außerdem heißt es, die ISS werde bald ans Ende ihrer Lebenszeit kommen, während China am Aufbau einer neuen Station arbeitet. Diese wird womöglich dann die neue internationale Raumstation werden. In diesem Zusammenhang möchte ich kurz auf die Ukraine verweisen, denn es gibt Möglichkeiten, die Ukraine hier einzubeziehen. Ich habe kürzlich gelesen, dass die private amerikanische Weltraumfirma SpaceX Starttriebwerke von der Ukraine kauft, wobei es hieß, diese Raketenteile könne man in dieser Qualität in den USA nicht herstellen, was ziemlich schockierend ist. Aber man erhält eine Vorstellung, was für ein wissenschaftlicher und technologischer Reichtum in der Ukraine vorhanden ist, der für solche Entwicklungen genutzt werden kann. And just wrapping up here, I think the need for all of these nations, including the United States. Ich denke, alle diese Nationen, die Vereinigten Staaten eingeschlossen, haben einen zwingenden Grund, sich an einer globalen Allianz zur Steigerung der Energieflussdichte zu beteiligen, und das ist die notwendige Abwehr von Asteroiden. Viele Menschen sind in diesem Jahr darauf aufmerksam geworden, als im Februar 2013 in Russland bei Chelyabinsk ein Meteoroid einschlug. Schon im Oktober 2011 hatte Russland den USA ein Angebot unterbreitet, auf diesem spezifischen Gebiet der Verteidigung der Erde zusammenzuarbeiten. Sie nannten es Strategische Verteidigung der Erde, SDE. In Anlehnung an die Idee der strategischen Verteidigungsinitiative SDI, die Herr LaRouche entwickelt hatte, um mit Russland auf ähnliche Weise nur mit einem etwas anderen Schwerpunkt zusammenzuarbeiten. When you're talking about, for example, not having a very long lead time in terms of a threat, applying an increase. Auch auf diesem Gebiet, wo es wahrscheinlich keine lange Vorwarnzeit zur Abwehr von Gefahren gibt, ist das einzig effektive Mittel der Einsatz höherer Energiedichten. Somit ist eine globale Allianz mit dem Ziel, eine höhere Energieflussdichte zur Abwehr von Asteroiden zu entwickeln, nicht nur eine Frage des Überlebens, sondern auch die einzige Aussicht auf eine wirklich sinnvolle Zukunft für die kommenden Generationen. And you know, I've tried to go through some examples of this. I think it's we actually have a glimpse of this. It's not perfect. You know, Ben outlined exactly. Ich denke, es entwickelt sich eine gewisse Ahnung. Das ist alles nicht perfekt, aber wir haben eine Ahnung, in welche Richtung die Entwicklungen in Asien gehen. Und es ist klar, dass dies die einzige Option für die Vereinigten Staaten ist, um auf den Weg des Fortschritts zurückzufinden, den wir leider vor etwa 50 Jahren verlassen haben. So, I'm going to end there. We can proceed with some questions.